Dann bräuchten wir da, Einrichtung, Info. Mitarbeitereinrichtung, Mülleimer. Warum gibt es nur die kleinen Dinger hier? Irgendwie habe ich das Gefühl, ich soll das gar nicht bauen. Kann das sein? Ich werde das Gefühl nicht los, ich soll das nicht tun. Das sieht so scheiße aus, ne? Gut. Das ist halt der Nachteil eines Tutorials. Man findet nicht das, was man so für notwendig erachtet. Dann wollen wir mal in die Natur. Dann wollen wir hier mal ein bisschen pflanzen. Das wird jetzt arktisch Tropen. Was haben wir denn hier für Bäume? Na, da bin ich ja froh, dass der nicht so groß ist. Ja, guck. Das sieht scheiße aus. Aber gut. So, dann hat er irgendwas mit Ernährung. Flusspferd nicht, sondern Affe. Art. Was habe ich denn hier? Westafrikanischer. Also müsste es eigentlich hoffentlich ne, westlicher Schimpanse. Genau. Baumfutterspender, Beschäftigungsobjekt. Eisklumpen. So. Ja, es ist natürlich bei dem Gelände blöd. Da gibt es aber auch bestimmt Möglichkeiten, Gelände anzupassen. Mein Gott, ne? Klassischer Rückzugsort. Wieso habe ich den jetzt da hingebaut? Ich habe doch gar nicht drauf gedrückt. Wollte ihn doch nur auswählen. Manchmal ein bisschen komisch hier. Wirklich sehr komisch. Bin ich ja froh, dass das nicht zu groß ist. Alles klar. Hier noch eine Wasserschüssel hin. Sowas hier. Auch immer Windspiele. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass die irgend so eine Unterkunft brauchen. Wie kann man denn, wo ist denn hier Geländetool? Merkt da was? Ich kann das gar nicht machen. Das ist schlecht. Lebensqualität. Was ist an der Lebensqualität jetzt schlecht? Oder hast du das einfach noch nicht geupdatet? Gehege, was fehlt dir denn noch? Stabiler Rückzugsort. Ja, das ist. Also ich würde ja jetzt hier auch mit dem Geländetool arbeiten, aber das geht ja nicht.
Okay. Irgendwas stimmt da alles noch nicht. Naja, gut. Also Gehege gefällt und jetzt haben wir eigentlich nur noch soziale Gruppe. Der Rest gefällt ihm, alles klar. Dann müssen wir noch so einen Schimpansen einstellen, wa? Was haben wir denn jetzt hier eigentlich? Was bist du eigentlich? Du bist männlich. Dann müssen wir in den Tierhandel und... So. Ich hoffe, das gefällt dir. Und dann müsste ich ja jetzt... 11, siehst du? Und dann bauen wir noch irgendwo so ein Dingszimmer hin. Ich hoffe, dass die nicht da drüber kommen. Dann machen wir eine bewölbte Barriere. Doch nicht. Ist schön. Ah ja, das Gehege ist zu klein oder zu voll. Alles klar, ja natürlich. Warum ist denn das jetzt plötzlich zu voll? Da ist alles gut, aber... Naja, dann mach doch mal Dinge. Denen geht's nicht so gut, ne? Das Gehege ist zu klein. Gut, ihr springt da oben drauf rum, das ist gut. Platz. Habe ich mich denn so vertan? Ja. Zoopedia. Allgemeines. Natürlicher Lebensraum. Minimale Gehege 780. Und wie groß ist das Gehege? Man muss sich ja dran gewöhnen, ne? Was ist passiert? Ach so, ich habe den Affen wohl beschädigt oder so. Weiß ich doch auch nicht. Jedenfalls haben wir jetzt eine Futterplattform. Gehege immer noch zu klein? Bestimmt. Was haben wir jetzt wieder gemacht? Gibt es hier Problemchen? Womöglich. Platz. Kann nicht erreicht werden. Ja.
4 Meter ist schon zu hoch. 3 Meter ist ungefähr diese Plattform hier. 1 Meter. Gibt es hier auch einen 2 Meter? Und dann nehmen wir die 2 Meter. Dann müsste doch 1 Meter ideal sein, oder? Wenn man da jetzt eine Kletterplattform draufsetzt. So. Und wenn man jetzt zum Beispiel es darf nicht snappen. Also einmal wegen der Optik für mich natürlich auch gerade so gar nicht meine Welt. Guck mal, das Ding ist ja total schief. Nein, 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 nein. Nein, nein. Ich weiß nicht, wie du da hochkommst. Gibt es keine Leiter? Ich glaube, ich muss dieses Tutorial schnell beenden. Das, kann man das jetzt abreißen? Ja, ich weiß nicht, warum der Affe da immer verschwindet. Aber es wird wohl einen Grund dafür geben. So. Alles klar. Wir machen mal schnell weiter. Wir brauchen noch ein Tier. Das kriegen wir relativ einfach hin, indem wir hier... Weil ganz ehrlich, wir werden diesen Ort ja hier eh verlassen. Baupläne. Ich brauche mal eben... Was ist das hier? Arktisch Laden klein. Meine Baupläne, Steam Workshops, also da gibt es noch eine ganze Menge. Forschungslabor, Gebäude, Handelszentrum. Was das alles gibt, ne? Krass. Mitarbeiterraum, Mitarbeiterraum, Laden, Handelszentrum, Tierarztpraxis, Tierpflegerhütte. Workshop. Ja, alles klar. Das ist fürs Gehege. Einrichtung. Man muss das ja alles auch sozusagen mal kennenlernen, ne? Machen wir doch einfach Folgendes. Ist ja nicht unser Geld, ne? Wir stellen einfach noch einen Tierarzt rein. Was hältst du davon? Ja, ja, ich könnte dich im Wasser ertränken. Hier, komm, kümmere dich mal um was. Ist ja unglaublich. Gebt euch mal ein bisschen Mühe. Die kümmern sich. So, das heißt, wir müssten noch irgendwo so eine komische, hier so ein, wie heißen die Dinger denn? Also unter Gehege finde ich das, glaube ich, nicht, oder? So ein Vivarien-Ding. Bei Einrichtung. Thank you.